Hallo und willkommen zu Patricks Vlog. Es ist ein wunderschöner warmer Samstag und ich habe mir gedacht, Blümchen und Verschwörungskanäle und mystische Sachen, vergangene Technologien, alter Kulturen. Das ist eine gute Prokrastination, bevor man mit der eigentlichen Arbeit anfängt. Aber da ist mir was aufgefallen, beziehungsweise bin ich nochmal auf eine Idee gekommen. Also vielleicht Vorgeschichte kurz. Ich habe da sowas mal irgendwann entdeckt beim Essen in der Kneipe oder in der Gaststätte, was die Leute immer sehr fasziniert hat. Ja, ich habe so eine Superpower. Ich glaube nicht, dass die jetzt mir einzig und allein ist. Und es hat auch zum Teil damit zu tun, dass ich ganz schön pappiger Typ bin. Aber letztens kam es mit einem Nachbarn und einer jungen Dame dann an einem schönen Abend dann zur belustige Idee, was wir so an besonderen Superkräften haben oder was wir besondere Sachen können. Und ja, es gibt Leute, die pfeifen dann so Blätter oder machen so irgendwas oder wackeln mit den Ohren und so. Und gut, als alter Sack muss man da natürlich irgendwie ein bisschen der Trickkiste zaubern, damit man die jungen Mädchen begeistern kann. Gut, und dann habe ich mir gedacht, packe ich doch mal eine meiner Superpowers aus. Meine Superpower, gut. Ich habe ja die Theorie, dass es eine Dualität gibt zwischen der körperlichen Manifestation und der seelischen und dass Sheldrake recht hat bezüglich seiner morphogenetischen Felder und dass wir inkarniertes Bewusstsein sind und dass unser Körper entweder ein Feld generiert oder das Feld den Körper manifestiert oder so irgendwas, aber auf jeden Fall, dass das Leben sich ausdrückt durch elektromagnetische Felder und wir als Seele an den Körper entweder gebunden sind über die magnetischen Felder oder der Körper die magnetischen Felder generiert, so dass die Seele sich an den Körper inkarnieren kann, was auch gar kein so großer Quatsch ist, weil es ja auch Beispiele gibt, die nachvollziehbar auch dokumentiert wurden, in denen Personen beispielsweise nach einer Woche nochmal aus dem Tod aufgewacht sind, nochmal eine Stunde sich rumgelaufen sind, sich was zu essen geholt haben, nochmal hingelegt waren und tot waren. Und dann fragt man sich auch, wie kann ein toter Körper wieder zum Leben kommen? Ein russischer Todesforscher hat herausgefunden, dass ein toter Körper noch bis eine Woche nach dem Tod ein ziemlich normales Feld hat und erst danach anfängt abzubauen. Nach 3 Wochen ist dann der Körper komplett tot. So, also ist es vom Gedanken her gar nicht so dumm, davon auszugehen, dass unser Körper elektromagnetische Felder hat. Das sind aber eine Eigenschaft von elektromagnetischen Feldern. Sie wirken als Magnet. So, und jetzt gibt es diesen einen Typen, diesen magnetischen Typen, der kann sich Hämmer an den Körper bappen und die bleiben da kleben. Naja, Gott. Ganz so begabt bin ich nicht und ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt hinkriege, weil ich muss mich manchmal ein bisschen drauf konzentrieren. Wie gesagt, ich muss mich drauf konzentrieren manchmal. Naja, klappt gerade nicht so gut. Meistens hältst du am besten. Oder dann an dem Abend habe ich es ausprobiert, ob es jetzt wirklich nur an der Nase liegt. Nein, tut's nicht. Der Punkt ist natürlich, dass mein Kopf allein schon wegen der elektrischen Aktivität des Gehirns da wohl am meisten mitbeteiligt ist, aber das funktioniert ja auch. Witzigerweise funktioniert es, glaube ich, da nicht so gut. Doch, da auch noch. Oh, krass. Hier saugt sich's fast fest. Ist ja irre. Was? Hier?
So, das war so mein Übungsspielzeug, mit dem ich es immer probiert habe in der Kneipe, um zu zeigen, hey Jungs, guck mal. Und dann hat es halt festgebappt und alle Leute haben blöd geguckt. So, eben kam mir aber eine Idee. Okay, funktioniert es auch mit anderen Sachen? Gut. Dann habe ich mir halt mal gedacht, das ist ein alter Prozessor. Das sind auch die Pins im Arsch. Also von daher, der geht jetzt sowieso zum Schrott auf eBay. Der Prozessor ist übrigens ein bisschen anders als der Löffel, weil das Witzige ist, ab hier merke ich den Prozessor. Ich glaube, ich bin jetzt halbwegs in der Mitte. Also ab hier merke ich ihn auf jeden Fall ganz stark. Und ich habe so das Gefühl, als ob der sich versucht, an mich ranzuziehen, also so ein bisschen wie ein Magnet. Und ich merke ihn auch in meinem Feld drin. Also ich bin mir aware, dass da vorne der Prozessor ist, obwohl er noch weiter weg ist. Das hat zum Teil natürlich auch mit der Haftreibung zu tun. Hier ist aber nicht so stark. Gut, hier ist Haftreibung okay, aber. Nee, aber da merke ich nicht so. Ich merke ihn hier ganz deutlich hier vorne. An der Stelle merke ich den Prozessor. Und hier vorne, also ich bin ja da der Überzeugung, dass meine Seele sich überwiegend hier in dem Bereich befindet. Und ja, wenn ich ihn dann hier dran mache. Da bleibt er. So, das ist ein Prozessor. Den merke ich. Den Löffel merke ich nicht. Das ist das Witzige daran. Aber hier drin sind Schaltkreise, die dafür da sind, dass sie in einem Wechselstromkreis schwingen und Aktivität ausbilden. Das heißt, ich habe die Vermutung, dass ich deswegen die Resonanz von meinem Körperfeld, also das Feedback aus der Resonanz, die mein Körperfeld in diesen Prozessor induziert, da sind ja auch kleine Pins dran. Also so hält er, glaube ich, nicht so gut, oder? So hält er überhaupt nicht. Ich brauche wirklich diese eine metallene Fläche. So, ist da hier ist eine Festplatte, die ist noch in Ordnung. Das heißt, da muss ich ein bisschen vorsichtiger mit sein. Die sind auch verkauft. Genau. Also hier vorne wird es schwierig. Das hat nicht so gut geklappt, weil die Kraft, mit der ich das anziehe, ist natürlich nicht so besonders groß. Also da merkt man schon, da wird es schwierig. Ich merke die Festplatte auch. Hier ist die Platine, ne? Da wird es schwierig. Aber hier vorne hat die sich gerade rangesaugt. Oh, krasse Scheiße. Also, um es mal vielleicht von der Seite zu filmen. Oh, ab hier. Ab hier. Ab hier merke ich, dass die Festplatte versucht, sich in Richtung von mir zu bewegen. Und ab hier klebt sie. So. Ja, also. Also da der Sitz meiner Seele oder von mir im Herzbereich liegt, hier vorne, krass. Also die Festplatte merke ich, das sind ja zwei Scheiben, oder drei oder so, übereinander. Die merke ich, die fangen sich hier vorne schon an, Richtung meinem Körper zu ziehen. Und dann herausgefunden hat, Scheiben, na gut, dann probier jetzt mal meinen Topf. Okay, das ist eine echte Challenge, weil ihr wisst ja, der Topf ist ein bisschen schwerer. Das klappt halt nicht so gut. Ja, da ist halt die Schwerkraft. Ich versuche mal so in meine Herzgegend, wo ich halt, ja, in der Gegend bin ich. Aber das Problem ist halt, der Topf ist halt ein bisschen schwer. Der entwickelt dann natürlich durch die Erdanziehung das Eigengewicht und dann ist er halt weg. Da.
Ja. Aber ihr seht schon so, es reicht schon. Oh, da ist gut. Da kriege ich viel Kontakt auf das Ding auch. Ja. Also ein Topf ist halt so eine Sache. Da brauche ich halt die Haftreibung mit. Aber je besseren elektrischen Kontakt er auch zur Haut kriegt, dann spielt das halt auch zusammen. Ne? Das wirkt doch episch, oder? Gut, am Kopf funktioniert es natürlich nicht. Das heißt doch, für die Aluhut-Fraktion unter euch, so funktioniert es. Okay, schaut mal, der Topf schwebt an die Gravitation. Okay, den Stammelfund, von daher geht's. Selbst wenn er viele. Okay, faszinierende Superpower. Nicht, was man so samstags macht, wenn man eigentlich arbeiten sollte, aber ihr selbst wisst ja, die Aluhut-Fraktion schläft nie. Ja, ich wäre ja fast schon geneigt, unten die Kommentarfunktion freizuschalten. Einfach um euch die Möglichkeit zu geben, dass ihr mal checkt, ob ihr auch so klebrige Typen seid, dass ihr Prozessoren, Festplatten und Löffel an euch kleben lassen könnt. Ja, Fun Fact: an der damals nicht funktioniert. Beim Nachbarn ging es schlechter als bei mir, aber. Okay, zwei schleimige Typen und eine süße, feuchte Maus. Klar, dass es bei der nicht so haftet wie bei uns. Ja, gut. Anyway, ich war auf jeden Fall derjenige, bei dem es am besten funktioniert hat. Und probiert es doch mal bei euch aus. Die einfach nachts auszuprobieren, nehmt einfach mal einen Löffel und, na, wenn man es im Vormachen sieht. Löffel, ah, genau, Löffel ging am besten. Das ist auch eine Scheibe vorne. Richtig, genau. Ihr könnt auch versuchen, wenn ihr das nah an euch führt, dass ihr das dann auch spürt, das Gerät, schon bevor es euch berührt, wenn es euch dann berührt. Konzentriert euch drauf, dann funktioniert es besser. Zieht es dann in eure Mitte rein und gut. Wenn ihr anfängt, schleimig zu werden und feucht vom Schwitzen, also es hat natürlich auch was mit Haftreibung zu tun, aber gerade die Geschichte, dass ich den Prozessor, wenn ich ihn in Richtung Kopf führe, ab hier spüre, das hat auf jeden Fall was mit irgendeiner Resonanz noch zu tun. Und das ist auf jeden Fall ein kleiner gelungener Party-Gag. Also, falls ihr einen magnetischen Trick zeigen wollt, macht's. Und ihr könnt auf YouTube mal gucken, magnetischer Typ, Guy, Magnetic Guy oder so irgendwas. Es gibt tatsächlich Leute, die schaffen es da, Bügeleisen an sich dran zu klatschen, die bleiben kleben. Ich schaff's nur mit Festplatten und Prozessoren, auch nur mit Laptop-Festplatten und mit Töpfen wird es schon schwieriger, aber. Es scheint was dran zu sein. Probiert es einfach mal aus und bis zum nächsten Mal auf Fix Vlog. Tschüss.